Aber wir haben 9 CP. Alter 41, Tätigkeit Räder. Charles Hawkins. Charles Hawkins lebt. Bradley auch. Trotz der groben, deformierten Erscheinung sah dieses Ding aus wie Hawkins. Er griff sogar Bradley an, nachdem dieser ihn erkannte. Was ist in der Brandnacht nur mit Charles passiert? Ich habe noch nie ein Brandopfer in einem solchen Zustand gesehen. Da stimmt etwas nicht. Boah, tagtäglich. Alter 32, Tätigkeit Ärztin. Vielleicht auch Stripperin. Die Freundin von Officer Bradley arbeitet als Allgemeinmedizinerin im Riverside-Institut. Schon lange vor meiner Ankunft fand sie heraus, dass Fuller in verbotene Aktivitäten verwickelt war. Sie möchte die Natur seiner Experimente aufdecken und glaubt, dass ihre Hilfe im Fall Hawkins ihre eigene Untersuchung vorantreiben könnte. Verstand das Ritual. In den Tunneln unter der Hawkins-Villa erlebte Pierce, wie Officer Bradley von einem Mann mit monströser Gestalt ausgeweiht wurde. Die Männer in den Kutten und ihre Rituale konnten dem ehemaligen Soldaten nichts anhaben. Der brutale Tod Bradleys, die Entdeckung der Identität des Mörders, den er als den totgeglaubten Charles Hawkins erkannte, sowie dessen übermenschliche Stärke, schafften es aber, ihm Furcht einzuflößen. Pierce weiß noch immer nicht, ob er glauben soll, was er sah. Vielleicht schiebt er diese grauenhaften Visionen auf den Tod von Bradley. Vielleicht war er auch der Mangel an Sauerstoff nach dem Einsturz. Vielleicht war es auch, nicht er auch. Ich habe immer noch ein CP. Habe ich den gerade schon wieder nicht verteilt? Keine Ahnung. So, Inventar. Ja. What does this mean? You can't escape. Am I in an asylum? Yeah. What did they inject him with? Sarah. What did he write about the painting? Die sind verflucht. Oder besessen. In his eyes, this symbol must have some protective virtues. Yeah. Sarah Hawkins is on this list of authorized visitors. Sarah Hawkins durfte diese Person besuchen? Warum? Okay, bei uns sind hier keine Akten. Hier ist eine Tür. Hier haben wir ein Brett. Abgeschlossen. Sieht aber aus wie ein Stuhl zum Fixieren. Hier haben wir auch nochmal Akten, auch die können wir nicht nehmen. Warte, stand da was drauf? Ja, aber naja. Das Ding können wir nicht öffnen. If I don't get out of here, I'll end up like him. Ich bin sehr froh, dass die abgeschlossen sind. Ich bin auch sehr froh, dass die abgeschlossen ist. Poor wretch. Okay. Will be your ruin. I don't understand. These people need care. You keep them in this terrible place as if... Go back upstairs where your patients are waiting for you to treat them. As for you, gentlemen, do not disappoint me anymore. No one enters or leaves. Yes, doctor. Wenn ein Feind deine Anwesenheit vermutet, erscheint eine weiße Markierung. Wenn ein Feind dich verfolgt, ist die Markierung rot. Those two myself. I told you not to let her come down. I know. If you do it again, I'll report you. All right. I know. Ist das ein Schrank, in dem wir uns verstecken können? Ich hab Alien Isolation.
Flashbacks. The machine is working again, but the control wheels haven't been put back on. I was just going to the storage room. I can bring them to you. No, Dr. Fuller doesn't want us touching the pressure valves. As you want. I'm gonna see if there are sleeping pills left. They've run out again upstairs. Put a few aside for me, will you? And above all, leave the wheels where they are. Ist immer die Frage, wo die jetzt lang gehen. Da war gerade jemand. Brevarium der Medizin, Buch 1. Dieser schwere Band ist der erste in einer Reihe von drei Bänden und ist das Hauptnachschlagewerk für jedes erfahrene Mediziners. Er enthält alle jüngsten Forschungen in der Medizin. Häufig wird dieses Buch in Bibliotheken der großen medizinischen Universitäten gefunden. Eine Ausgabe an einem abgelegenen Ort wie Darkwater zu finden, ist ungewöhnlich. Medizinkunde Fortschritt. Sehr schön. In der Gummizelle, in den Kellern des Riverside Instituts, wurde dasselbe Zeichen wie schwarzer Kreide immer und immer wieder an die Wände einer gepolsterten Zelle der Anstalt gemalt. Es stellt einen fünfzackigen Stern dar, in dessen Mitte sich ein Zweig, ein Ast oder eine Feder befindet. Ein paar geschriebene Zahlen ergänzen die Zeichnung, scheinen aber keiner Logik zu folgen. Jetzt wird ein Blick, ein Portal und ein Gemälde erwähnt. Als die Wärter den Patienten aus der Zelle holen wollten, fiel die Patientenachse zu Boden. Dann steht, dass er von Sarah Hawkins besucht wurde. Ja, das haben wir schon gelesen. A control wheel to mount on a plumbing system. It's locked. Mitteilung an das Personal. Note to staff. Der Vorfall der letzten Woche verursachte erhebliche Schäden an der Infrastruktur und führte zu einem Stopp der laufenden Experimente. Das ist inakzeptabel. Mit sofortiger Wirkung müssen die Räder zur Regelung der Gashähne nach jeder Benutzung im Lagerraum aufbewahrt werden. Außerdem müssen die Verwendungsliste müssen Sie die Verwendungsliste auf dem aktuellen Stand halten. Dr. Fuller. The green gas leaves from here and it runs through the whole building. Notiz an das Personal. Dr. Fuller, ich habe Ihre Maschine bestmöglichst repariert. Die Rohrleitungen sind allerdings beschädigt und ich fürchte, dass Gas austritt. In einer so kurzen Zeit kann ich nicht mehr schaffen. Ich möchte Sie nur warnen, wird die Ausrüstung zu stark beansprucht, besteht die Gefahr einer Explosion. Sie, Alan, Mechaniker. Und wir haben ein Rad dafür. Das können wir benutzen, um die Leute oben abzulenken. It's impossible to break this chain with my bare hands. A duct. This valve controls the pressure. Ich will hier noch nicht dran rumspielen. So viele Versteckmöglichkeiten. This padlock is too complicated for me. So, in den Dingern können wir uns immer verstecken. Da war gerade wer? Scopolamine, morphine, opium, nothing but common drugs. Okay. Geschichte der Medizin im XIX Jahrhundert. Jetzt überlege ich gerade. X ist
Wie wird das gelesen? V ist 5. Ist X dann 10? 10 im 19. Jahrhundert? Kann das sein? Das gewaltige Werk eines Adligen aus einer langen Linie von Ärzten führte zu der Enzyklopädie der Medizin des vergangenen Jahrhunderts. Vielleicht schon. Dieses Werk ist vollständiger als ältere Arbeiten und führt auch im Detail einige Methoden aus Asien und Afrika. So, jetzt haben wir Medizinkunde immer noch nicht höher. Können wir uns hier verstecken? Ich weiß nicht, ob er in den Raum gegangen ist. Ja. Aber er hat uns wohl nicht so ganz gesehen. Kommt er jetzt wieder hier rein? Ja, geht er links oder rechts rum? Okay, hier können wir wieder was entdecken. With these chains on your wrist, you can't escape. Aber was können wir hier entdecken? The door is blocked on the other side. Was können wir hier entdecken? Was übersehe ich, Leute? Unten rechts, das ist ja immer das Symbol dafür, dass hier irgendwas ist. Unten links, nicht unten rechts. Aber wo? Ist es? Er steht hier immer hier vor. Hier ist nichts von Interesse für uns. Hier. Who's there? This way. Ich glaube, ich mache erstmal einen Stopp. Ich brauche erstmal ein bisschen Pause. Wir sehen uns dann wieder in einer weiteren Aufnahme. Haben wir jetzt die ganzen Sachen eigentlich noch? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich habe nur noch eins. Wir sehen uns, wie gesagt, wieder. Gehabt euch wohl. Haut rein. Tschüss.